Ich möchte dieses Mal auf dieser Folie hier die Struktur von dem Betriebssystem aufzeigen, damit Sie einen Begriff kriegen, was denn da so alles drin steckt und wo Ihr Programm in dem Betriebssystem sich aufhält. Das ist jetzt hier eine relativ abstrakte Zeichnung, die für viele Betriebssysteme gilt. Das Beispiel iOS, das kommt dann auf die nächsten Folien. Man könnte hier fürs iOS das etwas spezifischer zeichnen, diese eine Folie, aber ich möchte gern was Allgemeines hier noch präsentieren, damit Ihnen klar ist, wo man welche Komponente einordnen muss. Hier oben, da ganz oben die grauen, das sind die Prozesse, die aus unseren Programmen entstehen. Also wir setzen uns hin, nehmen einen Compiler, einen Editor natürlich, tippen unser C-Programm ein, vielleicht machen wir ein C-Programm dieses hier, das die normale Standardbibliothek benutzt. Wir tippen also unser Main und ein paar aufrufen, was auszudrucken, was einzulesen. Und die Bibliothek, die hier drin ist, die kommuniziert dann mit dem Rest vom Betriebssystem. Und das Betriebssystem, das sind jetzt all diese bunten Kästen, die ich hier gemalt habe, kommuniziert also mit diesen bunten Kästen hier, um dann hier unten mit der Hardware ihre Ausgaben zu präsentieren, ihre Eingaben abzuholen, vielleicht ein bisschen Musik abzuspielen oder eine Datei zu bearbeiten. Jetzt sind wir hier unten. Ich habe hier, das ist das, was wir als Benutzer anfassen können, Dinge, mit denen wir als Benutzer arbeiten können, eben die Tastatur und der Bildschirm und solche Dinge. Also was für unsere Sinne, für unsere Sinnesorgane. Damit diese Dinge hier unten an einem gegebenen Computer funktionieren, braucht es ein bisschen Software, das speziell für diese Tastatur, die wir hier angeschlossen haben, für die Audio-Ausgabekarte, die wir angeschlossen haben, für den Bildschirm programmiert ist. Und das sind diese lila Dinger hier, die Treiber. Ein Treiber, das ist spezifische Software, die in C oder vielleicht auch in Assembler oder ähnlichen Programmiersprachen geschrieben sind. Und die sind hier oben an dieser Schnittstelle, da zu dem Grünen hin, passend für das jeweilige Betriebssystem geschrieben. Da gibt es das Betriebssystem, gibt hier Schnittstellen vor, an dieser Stelle hier. Das Windows sagt, ein Display-Treiber, der muss hier diesen Aufruf und diesen und diesen und diesen, 5 oder 17 oder 102, je nach Betriebssystem, je nach Komplexität. Meistens sind es aber so in der Größenordnung von 10 oder sowas oder 20. Haben. Das Audio braucht ein paar spezielle Aufrufe. Da steckt immer sowas dabei wie Open und Close und Audio reinstecken und Audio abholen, wenn hier noch ein Mikrofon angeschlossen ist. Also wenn nur ein Lautsprecher dran ist, dann Open, Close, irgendeinen Statusaufruf und hier sind ein paar Samples, spiele sie bitte ab und vielleicht noch etwas zur Konfiguration, Settings. Na, das sind so die Aufrufe hier und das Programm hier drin sorgt dann dafür, dass die Hardware das macht, was das Betriebssystem hier von oben von ihm verlangt. Genauso die Tastatur, die hat wahrscheinlich auch irgendwas wie Open und Close Device und irgendeinen Kontrollaufruf, um die Settings zu ändern. Dann kann man bei der Tastatur übrigens auch noch ein paar Ausgaben machen, Lämpchen ein- und ausschalten. Sie kennen die Tastaturlämpchen ja. Und dann das Wichtigste ist, hol mir einen Buchstaben oder gib mir einen Buchstaben.
Dann haben wir hier zum Beispiel eine Echtzeituhr oder hier eine Festplatte und da gibt es dann auch das entsprechende Interface zu der Festplatte hin, SATA oder sowas. Ja, hier oben also eine Menge von, je nach Klasse von Gerät, eine Menge von unterschiedlichen Treiberschnittstellen, die aber schon mal begrenzt sind auf die Art von Gerät, auf die Klasse, ne? Eine Platte oder ich muss diesen Timeout wieder länger einstellen, eine Platte oder ein Audio-Device oder ein Display. Es findet hier also Abstraktion statt von der Hardware, bei der man sehr viele Einstellungen hat, die aber sehr spezifisch sind für diese spezielle Einstellung, bis hier nach oben, wo es nur noch ein paar Einstellungen gibt und nur noch ein paar Aufrufe. So, diese Treiber hier in dem Grünen drin, der grüne Teil, da steht Treiberverwaltung. Das dient insbesondere dazu, beim Start vom System oder wenn Sie ein neues Gerät einstecken, die Hardware, die angeschlossen ist, zu finden. Die Windows-Benutzer hinter Ihnen, die kennen das, wenn man eine neue Maus da einsteckt oder sonst ein neues externes Gerät, zum Beispiel ins USB, dann passiert ein paar Sekunden lang gar nichts und dann kommt da unten so eine kleine Sprechblase, wie im Comic, und da steht neues Device gefunden und dann passiert wieder einen Augenblick lang gar nichts und dann kommt da, wenn man Glück hat, wieder eine Sprechblase, das ist jetzt ein Human Interface Device, HID, und ein paar Augenblicke später kommt dann, Sie können jetzt Ihre neue Maus benutzen. Was passiert ist, dass die Treiberverwaltung von Windows gemerkt hat, an dieser Schnittstelle, an der USB-Schnittstelle, ist was angekommen, ist was eingesteckt worden, dann, oder vielleicht eine Tastatur eingesteckt worden, dann fragt es die Tastatur, diese Treiberschnittstelle, wer bist denn du? Was bist denn du für ein Gerät? Dann antwortet das Gerät, die Tastatur, die Maus, hoffentlich mit einer Bezeichnung und dann schaut das Windows mal nach, ob es den passenden Treiber für dieses Gerät, für die Tastatur, für die Maus finden kann. Wenn ja, wird es automatisch installiert. Vielleicht war es ja auch schon mal dran, die Maus, dann wird es einfach nur noch gefunden, die Installation. Wenn nein, dann kommt dann so ein größeres Fenster auf dem Bildschirm und sagt, so jetzt, das ist eine neue Tastatur, dafür habe ich keinen Treiber. Den wollen wir es im Internet suchen oder hast du eine CD? Und dann beginnt ein Installationsprozess. Solche Funktionen, die stecken hier drin. Und wenn das Windows hochfährt oder der Mac hochfährt, dann braucht das Gerät ja auch eine Weile. Und was passiert ist, der schaut all diese Hardware-Interfaces an und guckt, was für Hardware dran ist und schaut, ob er den passenden Treiber hat und so weiter. Das macht diese Treiberverwaltung beim Hochfahren des Systems, beim Start des Systems. So, jetzt haben wir also hier das Grüne hat die Hardware gefunden, diese Treiber in den Speicher geladen und verbunden mit den jeweiligen Klassen, hier, hier, hier und hier. Und jetzt kann der Rest der Software im System darauf zugreifen, auf die Hardware hier unten. Der Scheduler kann mit dem Prozessor den Prozessor einplanen. Die Speicherverwaltung kann dafür sorgen, dass der Halbleiterspeicher, also das RAM, verwaltet wird, also Prozesse reingeladen werden können. Prozesse, wenn zu wenig Platz ist, ein Abbild der Prozesse auf die Festplatte geschrieben werden und so weiter, beziehungsweise das wieder reingeholt werden. Hier drin sind auch Schutzfunktionen, dass dieses Programm, nicht dieses Programm und nicht das hier stören kann. Also jeder hat sein eigenes Stückchen Speicher und wenn der hier versucht, den Speicher von dem da zu schreiben, dann kommt eine Fehlermeldung. Speicherschutz gibt es hier auch drin. Einen speziellen Teil für den Systemstart,
der also dafür sorgt, dass mal die Treiberverwaltung geladen wird und dass die einzelnen Treiber auch von der Festplatte geladen werden. Die Treiberverwaltung hier, die hilft dabei, beziehungsweise ja, der sagt, Treiberverwaltung, schau mal, was für Hardware es gibt und so weiter. Das Gelbe hier, das ist der Betriebssystemkern und der wird von, ja, das ist, wenn Sie so wollen, das, was den klassischen Kern des Betriebssystems ausmacht, von dem Linux oder von dem macOS. Wenn Sie ein Betriebssystem kaufen, das hier ist relativ klein, ein paar hundert Kilobyte oder ein paar Megabyte reichen da aus. Aber wenn Sie ein Betriebssystem kaufen, dann kaufen Sie eigentlich viel, 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 viel mehr. Was wir bisher nämlich, dass hier unten die Hardware, die Treiber, die kommen von den Herstellern von den Geräten. Also für eine Grafikkarte von ATI oder NVIDIA, von Audio, von Creative oder sonstigen, vom Netzwerk, naja, Intel oder Broadcom oder sonst was. Also die hier unten, die Sachen, die kommen von den Herstellern. Viele, ein paar kommen auch von den Betriebssystemfirmen. Die Treiberverwaltung steckt im Betriebssystem drin, das Gelbe auch. Aber das alles hier unten, das ist vielleicht ein bisschen überdimensional gezeichnet, wenn es darum geht, wie viel Platz verbraucht wird, was auf der Festplatte verbraucht wird fürs Betriebssystem. Der größte Klotz ist das hier. Und das besorgen, kommt mit dem Betriebssystem auf der CD, auf der DVD oder das, was Sie sich aus dem Internet besorgen, runterladen. Das hier macht im Wesentlichen das User Interface aus und die Art, wie so ein Betriebssystem bedient wird. Das, was Sie davon sehen auf dem Bildschirm, das wird hier drin gemacht. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Komponente, die ein Fenster auf dem Bildschirm zeichnet. Sowas hier. Das ist ein Fenster. Und wenn ich das Fenster hier so bewege, ein bisschen rumwackel, dann ist die Leistung, dass ich das verschieben kann, dass ich das bewegen kann, hier drin implementiert. In enger Zusammenarbeit mit einer Grafik-Library. Diese Grafik-Library, die stellt zum Beispiel sowas wie, zeichne eine Linie, zeichne ein Rechteck, zeichne einen Kreis zur Verfügung. Hier werden solche Operationen wie geometrische Figuren malen implementiert. Hier unten werden Pixel manipuliert. Da im Grafiktreiber, da werden die Pixel manipuliert. Hier oben werden geometrische Objekte, Aufrufe, um geometrische Objekte zu malen, entgegengenommen hier in der Grafik drin. Und wenn Sie ein Fenster malen wollen oder sagen, dem Betriebssystem sagen, ich möchte jetzt ein Fenster haben, dann ist es in Wirklichkeit ein Aufruf, der erstens mal natürlich eine Datenstruktur bereitlegt, das macht das hier drin, eine Datenstruktur bereitlegt, aber danach wird die Grafik-Toolbox gebeten, eben hier so eine Linie zu malen und hier so ein abgerundetes, sowas da zu malen und dann malen wir hier oben einen roten Punkt und einen gelben und einen grünen, das macht hier alles diese Fenster-Library in der Toolbox drin. Da wird hier oben der Fenstertitel, den Ihr Programm sagt, ich möchte jetzt ein Fenster aufmachen und da oben in dem Titel, da soll dieser String drin stehen, diese Zeichenkette. Und dann wird die Fensterverwaltung hier oben mit der Grafik und mit diesem Modul hier mit den Fonts, Zeichensätze, zusammen diesen Text hier oben hinmalen, da. Also das passiert hier drin. Und wenn Sie als Benutzer hier mit der Maus da oben hinfahren, die Maustaste drücken und dann mit der Maus wackeln, dann wird das Fenster bewegt und zwar hier von diesem Modul, von der Fensterverwaltung. Das ist wichtig, denn Sie als Programmierer wollen sich genau nicht darum kümmern, dem Treiber hier zu sagen, es soll die vielen Pixel von dem Fenster nehmen und woanders hinlegen. Das ist uns zu kompliziert.
die Arbeit nimmt uns hier in der Toolbox die Fensterverwaltung ab. Ja, über die Grafik habe ich schon ein bisschen was gesagt. Da können wir sagen, wir wollen einen Kreis zeichnen oder eine Linie zeichnen. Es gibt aber auch kompliziertere Grafik-Libraries, das OpenGL, in dem wir einen Würfel zeichnen können und sagen können, der Würfel, der soll jetzt rot werden oder blau werden, der soll eine bestimmte Textur haben, auf dem Würfel drauf soll ein Bild sein oder sowas. Sprechen wir auch noch ein bisschen drüber. Das steckt hier in solchen Grafik-Libraries drin. Wenn ich hier oben in dem Menübalken Menü aufklappe, mit der Maus hier hinfahre und diesen da mache, dann ist das wieder eine Funktion vom Betriebssystem, die hier da mitgeliefert wird. Ich habe nämlich als Programm am Anfang, wenn ich das Betriebssystem benutze, dann sage ich als Programm am Anfang, liebes Betriebssystem, ich möchte die folgenden Menüs haben. Die linken beiden, die sind Standard, die kommen immer mit, das macht das Betriebssystem schon automatisch, da hat es ein Apfelmenü und das Apfelmenü ist auch bevölkert mit den Standardsachen, die da drin stecken. Ja, das kommt schon fertig vom Betriebssystem. Das hier kommt auch teilweise fertig, wir können eigentlich hier eventuell noch ein bisschen was einfügen. Und das nächste, da müssen wir uns selber kümmern. Wir sagen also, füge bitte noch an den Standardmenübalken, den es da gibt, ein paar Menüs an. Ich hätte gerne ein File-Menü und ein Edit-Menü und ein View und ein Navigate und ein Editor und ein Product und ein Window. Das hält es wieder automatisch. Das gibt es wieder als Voreinstellung. Ich sage also in meinem Programm dann, das werden wir hier nicht so genau diskutieren, aber ich möchte es nur Ihnen sagen, damit Sie, wenn es mal soweit dazu kommen sollte, dass Sie wissen, dass Sie danach suchen können, nach sowas. Also wir fügen hier ein paar Menüs ein zwischen dem da, das so heißt wie mein Programm, und dem da, dem Help-Menü. So, wir fügen also hier ein Menü ein, indem wir sagen, der Text da oben, der Text, der da oben steht, der soll zum Beispiel, nehmen wir mal das hier, Navigate sein. Und dann sagen wir, und darunter in dem Menü, wenn es aufgeklappt wird, dann möchte ich diese Texte hier haben, die hier so stehen. So, hier hinten die Buchstaben, die kann man auch in dieser Datenstruktur angeben. Also, das kann man, solche Sachen, die präpariert man übrigens in dem grafischen User Interface, also im speziellen Editor dafür, das muss man gar nicht alles einzeln programmieren, aber wir müssen eins eintippen, ich möchte diese Texte hier haben. Oder in dem Menü hier möchte ich, das ist ein bisschen weniger Arbeit, möchte ich diese Texte da drin haben. Wenn ich jetzt als Benutzer, nachdem mein Programm läuft und nachdem der Programmierer gesagt hat, hier sollen die Texte drinstehen, wenn ich jetzt als Benutzer hier was auswähle, zum Beispiel das hier, und nochmal drücke, dass das Betriebssystem die Meldung kriegt, dass das ausgewählt wurde, dann nimmt das Betriebssystem das entgegen und sagt meinem Programm hier oben, dem Benutzerprozess, der Benutzer, der hat jetzt das Menü 1, 2, 3, nee, ich glaube das hier ist 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 601 ausgewählt. Zumindest können wir das so konstruieren, dass wir dann die Zahl 601 kriegen. Sie als Programm, der hier oben, kriegt also jetzt Menü 601 ausgewählt und dann wissen wir, jetzt müssen wir das tun, was dazugehört. Eben dieses da, Show Completions. Machen wir das mal. Na, dann kommt hier sowas da. Hier im Xcode. In Ihrem Programm könnte es aber auch sein, lösche die Festplatte oder mal einen Weihnachtsbaum auf dem Bildschirm. Ja, das ist dann Ihre Antwort auf die Antwort Ihres Programmes auf so ein Menü, was da ausgewählt wird. Und sowas steckt hier drin. Das müssen wir also auch nicht programmieren. Sowas. Wir müssen nur diese Texte vorgeben. Was wir programmieren müssen, ist die Reaktion auf das Menü. Aber das Menü selber, das ist schon programmiert. All die Software, die die Pixelchen malt,
all die Programmstücke, die hier die Pixelchens malen, also zum Beispiel diesen Text hier anzeigen und so weiter. Ich gebe den Text als ASCII-Text dem Programmiersystem, beziehungsweise in dem Entwurfsprogramm fürs User-Interface ein. Und dieser Menümanager hier, der benutzt jetzt dann die Grafik, um das Rechteck hier zu malen, um die Striche hier zu malen, diese kleinen hellgrauen, um die Dreiecke hier zu malen. Und er benutzt das Zeichensatz, die Fonts hier und die Grafik, um die Texte anzuzeigen, die da stehen. Die Texte, die wir als ASCII eingetippt haben. Und er benutzt natürlich die Maus, um hier irgendwie die Auswahl anzuzeigen. Untermenüs gehen dann auch wieder. Das gehört auch dazu. Das Einzige, was Sie hier bereitlegen, ist eine Datenstruktur, in der die Texte drin stehen und die Baumstruktur von den Menüs mit den Untermenüs, die es so gibt. Also jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge abgearbeitet. Die Fonts, die Fenster, die Grafik, die Menüs, die Dialoge ist auch was Wichtiges. Wenn ich hier zum Beispiel Open sage, dann kommt so ein Kasten, das nennt man Dialogbox. In der Dialogbox kann der Benutzer hier aus irgendwelchen, hier ist für das Dateisystem die Standard-Dialogbox, die kommt übrigens hierher. Da wird also wieder ein Kasten gemalt, der Inhalt gemalt, also mit hellgrau und sonst was, ein bisschen was angezeigt in so einer Rechteckstruktur, dass man den Baum da vom Dateisystem betrachten kann. Und dann kann ich hier unten auf vorgefertigte Knöpfe Cancel und Open drücken. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Open drücke, dann würde mein Programm wieder zurückkriegen. Der Benutzer hat die Datei 785 ausgewählt in irgendeinem Verzeichnis. Und dann muss ich, weil der hier auf Open gedrückt hat, diese Datei aufmachen. Dazu benutze ich wieder hier diesen Dateimanager. Was Sie jetzt vielleicht allmählich sehen, ist, dass das User Interface, die Benutzungsschnittstelle, die dieses Programm präsentiert oder andere einfachere Programme, wenn ich sie denn dann anstarten würde, unsere eigenen Programme, dass dieses User Interface eigentlich die Verbindung ist von vielen solchen Leistungen, die schon vorher hergestellt ist, mit dem Betriebssystem mitgeliefert werden. Also ich als Programmierer, ich muss mich kundig machen, dann für dieses spezielle Betriebssystem, welche Aufrufe ich hier brauche und wie ich die vernünftig miteinander verbinde. Ihr Programm wird also eigentlich so aussehen, dass wir sowas haben, da ist jetzt ein Menü ausgewählt worden und dann kommt ein Case Statement Select, ne? Falls es das Menü 603 war, dann wollen wir ein neues Fenster aufmachen. Dann wollen wir ein bisschen Text anzeigen in einem Zeichensatz und so weiter. Es gibt im Betriebssystem auch noch Listenverwaltung, dass ich einzelne Datenstrukturen, die wir erzeugen, hier verwalten lassen kann in der Liste oder in einem Baum. Man kann sich um das Betriebssystem kümmert sich auch ein bisschen um Text, dass man also größeren Text, so wie das hier, anzeigen kann und editieren kann, wenn es relativ einfach ist, solche Leistungen hier, ja, dass wir hier was einfügen können. Ja, machen wir schnell mal wieder weg. So, dass wir hier was einfügen können. So ein einfacher Texteditor, der steckt auch schon hier drin. Den verkleiden wir nur als Programm. Das sagt dann der sagt uns dann diese Komponente vom Betriebssystem aus der Toolbox, der hat jetzt an dieser Stelle in deinem Text einen Buchstaben eingegeben oder gleich mehrere Buchstaben eingegeben. Den lassen wir auch machen, den lassen wir das editieren und dann am Ende, wenn wir fertig sind mit editieren, holen wir uns das Ganze und machen das, was wir wollen damit. Zum Beispiel
übersetzen, in diesem Fall hier, oder auf die Festplatte schreiben oder auf den Drucker ausgeben oder als E-Mail einem Freund schicken. Diese Leistungen hier drin, die nehmen uns eine ganze Menge Arbeit ab, auf vorgefertigte Standardweise. Die kann man ersetzen bzw. selber augmentieren, erweitern diese Standard-Dinge, die da drin stecken, um die Leistung von unserem eigenen Programm zu kriegen. Hier oben drüber, da können wir direkt als Benutzerprozess aufsetzen. Können wir selber hier oben programmieren. Es gibt auch schon fertige Programme, die wir uns im Internet besorgen, installieren und dann laufen die. Und die laufen genau dann, wenn sie passend zu diesen Aufrufen hier konstruiert sind, programmiert sind. Und dann benutzen die all diese Leistungen des Betriebssystems unten drunter. Was wir jetzt also gesehen haben, ist zunehmende Abstraktion. Hier unten sind es Pixel. Hier sind es einfache Aufrufe. Malen wir mal eine Linie. Der Treiber hier, der kann entweder selber oder mit zur Hilfenahme des Grafikprozessors aus einer Linie ein paar Pixel machen. Der hier, der benutzt durch den Betriebssystemkern hindurch den Displaytreiber, malt ein Rechteck, indem er vier Linien zusammensetzt. In dieses Rechteck hinein kann der hier ein paar Buchstaben reinstecken. Oder der hier viele Buchstaben mit dem hier zusammen und mit dem hier zusammen. Der Benutzerprozess hat also hier oben eine ganz abstrakte Schnittstelle. Der sagt, hier sind 3 Kilobyte Text, zeig das bitte an und lass den Benutzer da drin herumeditieren. Mit Einfügen, Löschen, na, die üblichen Operationen, die wir alle kennen. Hier mal selektieren. Das hier, das Cut, Copy, Paste. Naja, ich habe jetzt noch nichts im Copy-Buffer. Jetzt könnten wir auch Paste sagen. Diese Funktionen hier, die gibt es auch in diesem Modul Text editieren. Brauchen wir uns auch nicht mal selber drum kümmern. Also hier oben schon eine ganz hohe Abstraktion für die Sachen, die man so typischerweise braucht in einem Programm. Die brauchen wir nicht alle gleichzeitig, aber naja, Menüs werden wir fast immer brauchen, Dialogboxen so zum Aufmachen und zum Abfragen von Einstellungen und sowas werden wir auch häufig brauchen. Multimedia hier drüben ist auch ein dicker Klotz eigentlich, da stecken solche Sachen drin wie, hier ist eine Videodatei, spiel die bitte mal ab. Und in dem Video können dann ein Stückchen Film, Ton auf mehreren Spuren, Untertitel und all solche Sachen drinstecken. Wenn man dem hier eine Videodatei gibt, dann kann er die abspielen. Oder eine Audiodatei. Dann kann er die abspielen und benutzt hier unten die Geräte. Wir könnten die Geräte auch selber bedienen über dieses Treiber-Interface, wenn wir dann wirklich wollen. Das ist dann ja, keine besonders abstrakte Schnittstelle. Ja? Also die Frage war, wenn man ein Betriebssystem nimmt, Sie hatten das Beispiel Windows genannt, ist da der Internet Explorer drin, also ein Browser? In der Toolbox, also hier in diesem Teil, meinten Sie, ne? Die Antwort ist, nein. Einerseits ist der Internet Explorer ein Stück fertige Software, die mitkommt mit dem Betriebssystem. Andererseits sind Funktionen, eine ganze Menge Funktionen vom Internet Explorer, aber hier auch schon mit drin. Also zum Beispiel das Laden von der Datei, wenn man dem eine URL gibt. Das steckt hier schon in solchen Toolboxes drin. Was hier auch noch drin steckt, kann zum Beispiel sein, das Anzeigen von einem Stück HTML in einem Fenster. Also der Prozess, der hier oben steckt, der macht ein Fenster auf, sagt, hier ist ein Rechteck, Betriebssystem, zeig mir doch mal das HTML, was ich dir jetzt gebe, an.
Diese Funktionen, die stecken auch heutzutage in so einer Toolbox mit drin. Teile von sowas wie dem Internet Explorer werden hier mitgeliefert. Andere Teile, das, was Sie von einem Webbrowser oder so ähnlich sehen, die sind da nicht dabei. Also wenn ich hier mal den da anstarte, habe jetzt keine Internetverbindung hier. Das hier, da oben die Menüs, dass da ein Fenster ist, dass wir hier was eintippen können, der Rahmen außenrum, das steckt hier drin, die Funktionen dafür, aber programmiert ist es, dass hier Safari steht und das File steht und Edit und View und hier History und hier die Bookmarks und hier Window. Das ist hier oben im Benutzerprozess programmiert. Aber wenn Sie jetzt hier ein Stück HTML hätten, das hier angezeigt werden kann, das hier ist übrigens wahrscheinlich auch HTML, das ist also die HTML-Anzeigefunktion, dass es hier formatiert dasteht, dass wir ein Stück HTML reinstecken und dass es dann angezeigt wird, das ist wieder hier drin. Sie könnten sich relativ einfach und unkompliziert auch einen Webbrowser bauen, der es zum Beispiel in einem runden Fenster anzeigt. Den müssten Sie selber bauen, den Webbrowser. Also das Rahmenprogramm außen drumherum, das Menüs anzeigt und das ein rundes Fenster macht. Es gibt Betriebssysteme, da können Sie runde Fenster haben. Oder vielleicht auch ein Fenster, das nur halbe Breite hat und immer nur die halbe Breite hat oder das irgendwo anders in Ihrem Programm einbetten. Die Funktionen HTML anzuzeigen und dass, wenn man auf den Link klickt, dass Sie das als Benutzerprogramm mitkriegen und die URL mitkriegen, das steckt bei einem modernen Betriebssystem durchaus hier drin. Das Fenster machen, aufrufen, das steckt hier in den Benutzerprozess. HTML besorgen steckt hier drin, wobei das Besorgen auch wieder nur sein kann, dass Sie hier die Datei aufmachen. Also die Antwort, Sie merken schon, ist vielleicht nicht so, wie Sie es dachten, kein einfaches Ja-Nein, sondern ein Teil ist hier drin von sowas wie dem Internet Explorer und ein anderer Teil ist hier oben. Und deshalb kann man es auch ersetzen mit sowas wie dem Firefox, ne? Oder Safari, Opera, all diese Dinge. Die laufen hier oben drauf als Benutzerprozesse, benutzen Funktionen hier drin. Entweder benutzen Sie, wenn Sie Ihren eigenen Browser schreiben, das HTML-Anzeigen von dem hier, oder Sie meinen, Sie können es besser, Firefox zum Beispiel, und dann benutzen Sie nur Textanzeigen oder vielleicht nur Grafik und Fenster hier draus. Das kann man sich weitgehend aussuchen. Hier gibt es auch Aufrufe, um eine Netzwerkverbindung aufzumachen, also eine TCP-Verbindung aufzumachen, zu einem anderen Gerät, zu einem Server oder sowas. Ja, das könnte ich vielleicht hier noch reinschreiben. Internetprotokolle, das steckt auch hier noch mit drin. Das kann aber auch hier oben mit drin stecken, das mit dem Middleware, das habe ich noch nicht diskutiert. Das sind Sachen, die noch abstrakter sind als diese Leistungen hier, die in sowas drin stecken. Middleware sind typischerweise fertige Software, die nur für eine Untermenge der Programme interessant sind. Ja. Das hier ist fertige Software, diese Toolbox, die für ganz viele Programme, für fast alle Programme interessant sind. Hier bei Middleware sind es Sachen, die spezifisch sind für bestimmte Anwendungen. So. Datenbank oder sowas. Datenbankfunktionen stecken häufig hier oben drüber nochmal in so einem extra Teil, das wir mal Middleware nennen. Sowas installiert man sich teilweise, kommt auch teilweise noch mit einem Betriebssystem mit oder ein Bezahlsystem könnte auch hier drin stecken. Also sowas wie Wallet-Software. Dass wir das in unser Programm mit einbinden können.
dass wir abstrakten Zahlungsprozess vornehmen können. Das hier räumen wir mal wieder auf. So. Weitere Fragen oder überhaupt Fragen zum Thema struktureller Aufbau von so einem Betriebssystem? Das war immer wieder Leistung, 35 Minuten über eine Folie erzählt. Ah, ich habe noch eine Minute oder zwei. Ich habe hier dieses kleine Wörtchen Shell in dem grauen Kasten. Das ist auch ein Benutzerprozess, ein ganz spezieller Benutzerprozess, der gut Freund ist mit dem Betriebssystem. Ich räume hier mal den Xcode kurz auf die Seite. Was wir hier sehen, der Finder, im Windows heißt das Explorer. Der Finder, das ist sowas hier. Es gibt viele Sorten von Shells. Die sind alle relativ gut mit dem Betriebssystem befreundet. Kennen sich hier aus. Die können zum Beispiel Programme anstarten. Wenn ich hier unten, oh, nicht schon wieder, oder? So. Wenn ich hier unten, da ein Programm anwerfe, indem ich hier draufklicke, oder ich kann auch hier oben die Programmauswahl anzeigen. So, ein Verzeichnis mit den Programmen, die da so drauf rumliegen. Das können wir mal nehmen, hier den Text. Ich habe jetzt also hier einen Dateisystem-Browser eingebaut. Der kennt sich besonders gut mit der Struktur der Festplatte aus. Benutzt Betriebssystemfunktionen hier drin und hier unten drin in dem Gelben. Der normale Benutzerprozess benutzt hier unten nichts, sondern nur hier was. Aber der Finder und solche Shells, die benutzen hier drin Sachen und hier drin Sachen. Ich habe mir jetzt also, indem ich durchs Dateisystem navigiert bin, hier kann ich sehen, wo ich im Dateisystem bin. Ich habe mir jetzt hier ein Programm ausgesucht und wenn ich jetzt hier den Doppelklick mache, dann wird dieses Programm gestartet. Ist jetzt leider ein bisschen schnell gegangen. Es hat so ausgesehen, als ob es sofort da ist. Es hat natürlich ein bisschen gebraucht. Die Shell hier hat die Dateinummer, die Referenz auf die Datei und gibt die dem Betriebssystem und sagt, start mal dieses Programm an. Dann wird das Betriebssystem hier unten, der gelbe Teil von der Festplatte dieser Datei einlesen, wird sehen, aha, der Teil hier ist wirklich ein Stück Programm, das laden wir in den Speicher an einer bestimmten Stelle, dann wird noch ein bestimmter Speicherbereich dafür bereitgelegt, hier von der Speicherverwaltung, die Sache mit dem Schutz organisiert und dann kann das Programm laufen. Dieses Programm hier, der Texteditor, ist übrigens eine klassische Anwendung von dem da, von diesem Modul. Das kann man so benutzen, das kann man aber auch in ein Programm einbetten, wenn wir das denn gerne hätten. Ja, der Texteditor ist also ein Stück Programm, was angestartet worden ist. Jetzt kommt noch eine Dialogbox, nö, wir wollen uns nicht sichern, von dieser Shell, von dem Feind in unserem Fall. Also der ist einer, der ist gut Freund hier mit dem. Im Windows, wie gesagt, der Explorer. Und beziehungsweise im allerneuesten Windows gibt es da auch noch eine alternative Oberfläche, dieses Metro, wo Sie diese großen Klötze haben, auf die Sie zur Not auch mit den Fingern tippen können, statt mit der Maus. Machen wir das mal wieder zu und holen uns den Xcode wieder. Wo war er denn? Hallo? Nö. Oh, was hier? Ja. Da haben wir wieder. Also die Shell, ein besonderer Benutzerprozess, der sich hier gut auskennt. Sie könnten natürlich auch, wenn Sie die Dokumentation vom Betriebssystem lesen, auch sowas schreiben. Und manche Leute machen das auch, weil sie es unbedingt anders haben möchten, als es der Betriebssystemhersteller gemacht hat.
Das ist auch okay, das ist halt eine Möglichkeit, sowas zu machen. Jetzt kommen wir nochmal, ja, das ist die textuelle Zusammenfassung von dem, da können wir jetzt relativ schnell durchgehen. Abstrakter Zugriff auf Hardware. Ich habe ganz am Anfang, ich glaube, es war die erste Zeile von meinem Kapitel Betriebssystem, habe ich gesagt, Abstraktion. Und das ist, was das Betriebssystem im Wesentlichen leistet. Die Prozessverwaltung, das Scheduling ist wichtig und muss auch erledigt werden, aber im Verhältnis zu dem, was Sie sonst vom Betriebssystem spüren, wahrnehmen als Programmierer, als Benutzer, ist es eine kleine Funktion. Also abstrakter Zugriff auf Hardware, das, was wir anzeigen wollen, Eingabegeräte und so weiter, die können hier auch vielleicht noch reingenommen werden, der Speicher, Festplatten, CDs, DVDs brennen und so weiter, das wollen wir auch nicht selber machen, sondern einfach sagen, Betriebssystem, hier hast du eine Menge von Dateien, brenn's mir bitte auf eine DVD. Hier unten Systemressourcen, die Uhr, der Floating-Point-Prozessor, irgendwelche Sensoren. Wenn ich hier so ein iOS-Device nehme, dann kann ich das ja wackeln und schütteln. Oder ein Android-Gerät, da kann ich das ja wackeln und schütteln. Und das Programm bekommt dann Informationen, das Gerät ist in der Achse oder in der Achse oder in der Achse bewegt worden. Wir wollen nicht direkt mit dem Gyro hier drin, diesem Kreisel bzw. den Bewegungssensoren uns herumschlagen, sondern das soll bitteschön das Betriebssystem für uns machen und auf abstrakte Weise liefern. Wir sind jetzt mit einer Beschleunigung von so viel G um die Z-Achse gedreht worden. Kommunikation über alte Schnittstellen, über neuere Schnittstellen. Hier bedient man das Platteninterface oder wie schickt man ein Ethernet-Paket beziehungsweise wie schickt man ein IP-Paket, wie macht man eine TCP-Verbindung auf? Oder wie geht man mit Dateien um? Ich schreibe hier abstrakter Zugriff auf Hardware und dann schreibe ich hier unten solche Software-Konzepte hin. Da steckt natürlich auch die Hardware drunter. Das ist eben dieses Gebäude, über das ich hier an dieser Stelle gesprochen habe, von hier unten bis nach da oben. Abstraktion von der Hardware. Was verborgen wird, sind zum Beispiel Speicheradressen. Mit denen gehen wir nicht mehr um. Wir bekommen Strings, die auf irgendwas zeigen, im Dateisystem zum Beispiel. Wir bekommen nicht die Blocknummer, auf welchem Block das auf der Festplatte steht, sondern wir bekommen ein Stück Text mit dem Pfad und dem Dateinamen, das, was der Benutzer ausgewählt hat. Ich verwende nochmal den Bildschirm geschwind. Wenn ich hier sage Open, dann kriege ich diesen Kasten. Und was das hier zurückliefert, das ist eben genau der Pfad. Wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir das hier. Auf dem Computer, im Verzeichnis FRZ, im Desktop-Verzeichnis, im Verzeichnis GDI 1, da will er jetzt die Datei main.m öffnen. Naja, das ist das hier. Ne? Nehmen wir wieder das hier. Das wollte ich jetzt öffnen in der Dialogbox. Ist ein Stück Software, was mir statt einer Speicheradresse, einer Blocknummer zurückliefert. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Kreide, aber es ist nur eine kurze Notiz. Sowas da. Das hier ist die Zeichenkette, die ich zurückkriege aus der Dialogbox und er sagt noch, es soll geöffnet werden. Also statt Speicheradresse bekomme ich sowas. Register sehe ich nicht, Kommandos sehe ich nicht wirklich, sondern die werden ausgeführt.
Wir benutzen fertige Komponenten, die das Betriebssystem für uns gemacht hat. Und wenn wir es richtig machen und die und uns nicht zu sehr auf Seiteneffekte, auf Spezialitäten verlassen, dann können wir sicher sein, dass wir auch mit der nächsten Betriebssystemversion noch funktionieren. Ja, wenn ich Dinge ausnutze, wie ich mache ein Fenster auf und zufällig weiß ich, dass wenn ich das Fenster aufmache und hinten irgendwo dran hinschreibe, /27, dass ich dann noch das Fenster in blassblau kriege. Das muss nicht sein, dass ich das beim nächsten Mal auch habe. Solche undokumentierten Funktionen, die sind unzuverlässig. Aber wenn ich nur die offiziell dokumentierten Sachen benutze, dann habe ich eine richtig gute Chance, dass wenn das Betriebssystem ausgetauscht wird, ich eine neue Version bekomme, dass mein Programm trotzdem noch läuft. Also die nächste, sagen wir mal, aus dem Betriebssystem 10.7 das Betriebssystem 10.8 wird, dann habe ich eine gute Chance, dass es immer noch weiterläuft. Wenn ich diese Standardsachen benutze, die abstrakten Sachen, das, was dokumentiert ist, der Austausch der Implementierung unten drunter von diesen Sachen, der kann der Beschleunigung dienen. Vielleicht läuft es dann besser. Der kann auch einer ganz anderen Hardware dienen. Wenn die Grafikkarte ausgetauscht wird, dann wird ein neuer Grafikkartentreiber installiert und plötzlich läuft mein Spiel schneller, obwohl ich das Spiel nicht geändert habe. Klassischer Fall eigentlich. Oder ich schließe eine andere Tastatur an oder eine schönere Maus oder sowas. Es gibt, wenn man es richtig macht, wenn man sauber sich an den Betriebssystemstandard hält, hat man vielleicht auch eine Chance, dass die Software auf einer anderen Hardware laufen kann. Da muss man es nochmal frisch übersetzen, aber nicht wirklich ändern, sondern nur frisch übersetzen. Und dann läuft die Software mit dem Betriebssystem, wenn das Betriebssystem jetzt auf einem anderen Prozessor läuft, vielleicht auch auf dem anderen Prozessor. Wenn ich mich sauber an das Betriebssystem gehalten habe, muss ich nur neu übersetzen. Und zum Beispiel das Windows 8, das läuft sowohl auf Intel-Prozessoren als auch auf den ARMs. ARM ist ja auch das, was hier in solchen iOS-Devices und in den Android-Telefonen und Tablets läuft, als Prozessor läuft. Ja, also ich kann, wenn ich mich sauber an die Interfaces halte, nur mit einfachem Neuübersetzen, wenn das Betriebssystem auf eine andere Hardware portiert wird, auch auf der anderen Hardware laufen. Das ist eigentlich schön. Oder wir benutzen ein anderes Netzwerk. Ich möchte jetzt ein wenig spezieller über diese iOS-Geräte sprechen. Also zum Beispiel so ein iPod Touch hier, oder ein iPad, auf dem ja auch meine Vorlesung läuft. Die relativ abstrakte Betriebssystemstruktur von dem iOS, die habe ich hier mal hingezeichnet. Da gibt es also ganz unten etwas, das nennen die Core OS. Und Core OS, die Farben sind jetzt hier ein bisschen anders. Das ist natürlich hier sowas da und das hier, Treiberverwaltung, Betriebssystemkern. Insbesondere der Betriebssystemkern. Die Services, das sind solche Sachen wie das Hardware-Interface, den Touchscreen ansteuern und so weiter. Also CoreOS kümmert sich um die Verwaltung der Grafik, des Bildschirmplatzes. Das kümmert sich um Prozesse, Laden und so weiter. Die Services, die da oben drüber aufbauen, die kümmern sich um Inputgeräte und sowas. Dann haben wir hier etwas, das heißt Media, zum Anzeigen von Video, Audio,
Bildern und so weiter. Es ist auch ein Stück iOS da drin. Und jetzt kommt hier oben mit dem Cocoa. Da kommen solche Leistungen her, wie das, was wir hier diskutiert haben. Abstrakte Aufrufe, um Text anzuzeigen, um Input zu bekommen und so weiter. Das sind jetzt dann schon speziellere Dinge, die enger verbunden sind mit dem normalen User Interface von so einem Gerät. Da stecken schon Sachen drin, die solche Bildschirme wie den hier anzeigen können, die so Grafiken anzeigen können. Das steckt hier in Media drin und das steckt hier drin. Oder die Text anzeigen können mit dem Media. Das Cocoa Touch, da sind zum Beispiel die Sachen drin, denen man ein Stück Text geben kann. Und dann wird das in dem Zeichensatz formatiert, angezeigt an der Stelle, an der Sie es haben wollen. In dem UI-Kit, da steckt dann sowas hier drin. Also zum Beispiel UI-Label. Ich schmeiße nochmal das hier an, um Ihnen das ein bisschen zu zeigen. Ich habe selber eine kleine App hier programmiert, nur zum Herzeigen. Der zeigt hier im Simulator, jetzt können Sie auch alle sehen, ein paar Dinge an. Da ist UI-Label. Das sind solche Sachen, Texte, die ich hier ausgebe. Hier außen der schwarze Kasten, klar, das soll sozusagen die Hardware von diesem iPhone oder iPod Touch simulieren. Das ist der Bildschirm. Hier und hier innen drin, hier in diesem Rechteck, das irgendwie weiß geworden ist, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Da habe ich hier ein UI-Label. Das hier ist ein UI-Label. Da habe ich gesagt, der Hintergrund von diesem UI-Label soll grün sein. Das hier ist ein UI-Label. Also der da und der da. UI-Label ist die Basiskomponente, in der ich Text anzeigen kann. So einen einfachen Text. Das werden wir uns gleich dann noch ein bisschen mehr anschauen. Ich sage in meinem Programm, lieber UI-Kit, zeig doch bitte, Set-Text heißt das, zeig doch bitte in diesem UI-Label diesen String an, diese Zeichenkette. Und die Zeichenkette ist etwas, was ich einfach einprogrammiere, hochkomme aus drum und schon wird es angezeigt. Können wir gleich mal hingehen. Hier an dieser Stelle, da sind solche Texte. Hier steht ja immer noch okay. Das haben wir bisher im Simulator nicht gesehen. Holen wir uns mal den Simulator wieder weg. Wo ist er? Da ist er. Wenn ich hier drauf drücke, steht da nächster Versuch. Das ist das da. Ne? Da ist an dieser Stelle nächster Versuch. Steht hier oben drin und immer noch okay. Den Text, den ich hier markiert habe, den zeige ich jetzt hier in diesem grünen UI-Label an. Und das macht man mit hier mit Set-Text. Da und da. Dass es das Richtige trifft, darüber müssen wir noch sprechen. Das zeige ich Ihnen dann später. Aber ich wollte Ihnen hier an dieser Stelle zeigen, also UI-Label ist was, das wir auf ganz, 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 ganz einfache Weise was anzeigen können. Das ist wirklich eigentlich trivial hier. Set-Text, nächster Versuch und wir müssen es nur auf das richtige Label loslassen. So, wo waren wir denn? Hier waren wir. Da gibt es noch andere Dinge, UI-Slider, UI-Switch. Das hier unten ist ein UI-Switch. Ne? Der da, klick, klick. Wenn ich hier mit der Maus oder mit dem Finger dann hier rein klicke, so oder so, dann sehen Sie diese Bewegung und mein Programm würde dann auch, wenn ich es
komplett programmiert habe, eine Nachricht kriegen, der hat es eingeschaltet, der hat es ausgeschaltet. Also einfache, abstrakte Funktionen in diesem UI-Kit drin, der hier an dieser Stelle sitzt, mit dem ich ein User-Interface, das Wichtigste von so einem User-Interface, zusammenkriege. Das ist jetzt noch nicht besonders toll fortentwickelt, aber ich kann mir, Sie können sich vorstellen, dass man da eine Fernbedienung für irgendein Gerät relativ einfach machen kann. Eine Fernbedienung für eine Versuchsanlage oder sowas. Oder auch für ein Stück Software, was irgendwo anders läuft und was kein User-Interface bekommt. Eine Fernbedienung, dass ich so ein Gerät hier benutze als Fernbedienung für ein Stück Software, die in einem Großrechner läuft oder so, oder in einem Hochleistungsrechner. Und da schalte ich dann Funktionen von Ferne so ein oder aus. Oder auch vielleicht für eine Anlage, die irgendwo läuft, eine Versuchsanlage, die ich aufbaue. Image View ist auch irgendwie klar, Image rein, Bild rein, ein JPEG oder sowas, und auf dem Bildschirm von dem Device hier erscheint das. Wo hätte man denn hier das passende? Mal schauen, welche Fotos ich hier habe. Naja, das da. Das ist ein Image View. Das hier. Nicht von mir selber programmiert, sondern ich habe das Foto gemacht mit dem Gerät hier, und das Image View, die Leistung vom Image View ist dann, dass man einem JPEG geben kann und sagen kann, in dieses Rechteck auf dem Bildschirm will ich jetzt dieses JPEG haben. Da möchte ich es jetzt sehen. Und gehen wir wieder zurück. Der UI-Kit benutzt den Cocoa Touch und den Media, die ihrerseits wieder hier ein paar Dienste benutzen, insbesondere CoreOS, wo die Pixelmalerei drin steht, um das anzuzeigen. Die JPEG-Dekompression findet hier im Media statt. Der hier muss also, der UI-Kit und das Cocoa Touch, die sehen, ist ein JPEG. Dann müssen wir hier das richtige Media benutzen, um die Dekompression zu machen. Und dann stecken wir es hier ins CoreOS rein. Hier hast du eine halbe Million Pixel oder eine Million Pixel anzeigen. Und wenn wir nochmal hierhin zurückgehen, ja, das will ich dann doch noch zeigen. Wo war es jetzt wieder? Hier. Die Funktion, dass ich das vergrößern kann und verkleinern kann, die sieht auch so aus, dass ich am User Interface kriege, der hat da mit den Fingern diese Bewegung gemacht. Und dann überlege ich mir, ja, will ich, dass er es vergrößern kann? Wenn ja, gebe ich es wieder in den UI-Kit rein und sage, der hat es vergrößert, beziehungsweise der hat hier was verschoben. Mein Programm muss also gar nicht so viel machen, und ich habe auch noch mal eine andere kleine App geschrieben, die wir vielleicht nachher noch kurz, dazu bräuchte ich eine Internetverbindung, die habe ich jetzt gerade nicht. Die ich Ihnen aber auch nochmal demonstrieren kann, muss ich schauen, dass ich das heute Nachmittag, für heute Nachmittag hinkriege. Also Image View steckt hier drin, Web View, das ist auch sowas, ne? URL reinstecken und eine Seite, eine HTML-Seite angezeigt kriegen in einem Rechteck drin. Den Switch halte ich, der Slider ist auch sowas. Also das hier sind Komponenten, die in diesem UI-Kit drinstecken. Der rechts hier, dieser Teil, den man wohl nur, kriege ich das hier noch vergrößert? Hey, ich will es vergrößern. Verstehe ich das jetzt? Na, ich muss es halt einmal so halten hier. Ups. Na, jetzt können wir das ein bisschen lesen. Die Funktionen, die da drin stecken, hier ist zum Beispiel das UI-Image, hier ist Gesture Recognizer, den habe ich ein bisschen rausgezogen. Ja, Pinch Gesture Recognizer. Pinch, das ist der hier, um es kleiner und größer zu machen. Warum kann ich das nicht dauerhaft vergrößern, weil ich zu blöd bin, weil ich mich nicht auskenne. Hier können Sie noch ein paar andere sehen.
Swipe Gesture, Tap Gesture. Tap ist dieser eine hier, so Tap, dann kann ich zum Beispiel hier ein bisschen User Interface hier oben zeigen, erweiterte Optionen und so weiter. Gut, also das hier, was Sie hier sehen, NS Object, davon erben wir. Und darunter gibt es Fonts, Events, Gestures, Image und noch viele weitere Leistungen. Hier teilweise, wenn Sie das jetzt, das erschließt sich das nicht so sofort, was man damit machen kann, aber teilweise ist es auch klar, was damit passiert. Und hier weiter unten drunter, unter diesem hier Gestures, da stecken dann eben hier diese einfachen Gestures, die man erkennen kann. Und wenn man dann hier noch weiter drunter schaut, oder zum Beispiel hier unten, da UI Responder, dann stecken eben hier weitere Dinge drunter, hier an dieser Stelle. Schauen wir uns mal das hier an. Toolbar. Was ist denn interessant? Scroll View, in der man sich ein bisschen bewegen kann. Den Search Bar, den habe ich auch mal benutzt. Und hier das Image View oder das UI Label, was ich Ihnen eben erklärt habe. Das gehört zu dem UI View dazu. User Interface View. Views sind solche Dinge, in die man solche User-Interface-Elemente hineinsetzen kann. Ja, das ist jetzt hier, sagen wir mal, ein bisschen ein grober Überblick. Wir werden dann noch weiter uns damit amüsieren, wenn wir an dieser kleinen App hier arbeiten, die ich hier habe. Sie fragen sich jetzt vielleicht, uiuiui, das ist ja so viel einzelnes Zeug, wie soll man sich da jemals auskennen? Und die Antwort ist, natürlich lernt man das nie alles auswendig. Das Einzige, was man braucht, ist so ungefähr eine Idee. Wie kriege ich einen Slider hin? Wie kriege ich so ein paar einfache Elemente hin? Und wenn man was Komplizierteres machen will, dann hat man schon eine relativ konkrete Vorstellung, was man braucht. Und dann kann man sich, das muss man sich im Internet zusammensuchen, da kann man die Dokumentation lesen vom Hersteller. Also, wenn man Android programmiert von Google, wenn man das iOS programmiert von Apple, das kann man sich dann da zusammensuchen. Das bedeutet schon auch fleißiges Lesen und manche Sachen funktionieren auch nicht auf den ersten Anhieb. Ich habe den Searchbar erwähnt, da habe ich fast einen Tag grübeln müssen, bis ich den benutzen konnte, nachlesen und ausprobieren. Der Image View, den habe ich zum Beispiel nach 5 Minuten hingekriegt. Es ist, sich hier drin auszukennen, ist natürlich eine Sache der Erfahrung. Wenn man neu anfängt, dann sucht man in der Dokumentation das, was man gerne hätte. Also zum Beispiel, ich möchte ein JPEG anzeigen oder sowas. Google hilft einem da auch, einfach im Internet eintippen, iOS und Show JPEG oder sowas ähnliches und dann kriegt man schon Diskussionen, wo andere Leute das mal benutzt haben, in denen die ihre Erfahrungen berichtet haben, beziehungsweise auch Seiten natürlich beim Hersteller. Es ist ein bisschen ein Adventure-Spiel, aber macht ja irgendwo auch Spaß. Da sich ein bisschen hineinzuarbeiten. Jedenfalls mir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Den UI-Kit, über den habe ich schon eben gesprochen, in diesem groben Überblick. Jetzt wollen wir da ein bisschen weiter hineintauchen. Auch unter anderem deshalb, um Ihnen zu zeigen, wie man zu einer einfachen App auf relativ flinke Weise kommt oder auf relativ effiziente Weise kommt. Natürlich braucht man dieses Programmiersystem, das Xcode, wir haben es auch installiert, da drüben in unserem Pool, der da in der Von-Cotta-Straße 1 steht. Das ist das zweites
Das war das Obergeschoss, ne? Da können Sie auch mit Ihren Karten rein. Und in den Übungen wird Ihnen dann auch der Herr Gommlich und die anderen Herren werden Ihnen auch zeigen, wie Sie damit umgehen können, wie Sie das benutzen können, das iOS. Also so eine App, das kleine Programm, was wir schreiben wollen, wir wollen uns da gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit machen. Wir wollen da keine Monate dran arbeiten, wir wollen da Tage dran arbeiten. So eine App, das muss man in diese iOS-Umgebung ja, hineinprogrammieren. Das Cocoa bzw. der UI-Kit, die nehmen die Eingaben vom Benutzer, dieses Herumtappen mit den Fingern auf dem Gerät, selber entgegen. Das wird hier mit der Maus simuliert. Wenn ich hier auf diese Taste drücke, jetzt habe ich das mit der Maus simuliert gemacht, oder ich touche mit dem Finger, ich kann Ihnen dieses, machen wir es schnell, diese App hier auch, kann ich das? Mal schauen, ob ich kann. Schauen, ob das geht. Hallo? Nee, die ist nicht passend programmiert. Das hätte ich noch machen müssen. Ich kann es Ihnen nur so zeigen. das wird Ihnen wahrscheinlich nicht reichen. Muss ich mir noch was überlegen, dass es besser geht. Ich kann Ihnen nur hier diese Simulation zeigen. Hier drauf läuft es auch. Aber das kann ich natürlich nicht so hochhalten. Diese App hier, ich kann das Verhalten simulieren. So, jetzt sehen wir die hier im Simulator. Ich drücke mal und dann kann ich hier das benutzen. Also dieser Klick mit der Maus, den ich da gehabt habe, der einer Berührung mit dem Finger entspricht. Dieser Klick, den nimmt das Cocoa der UI-Kit erstmal entgegen. Ich habe noch nichts davon gemerkt. Und wenn ich an der falschen Stelle klicke, hier irgendwo außerhalb, dann merkt mein Programm nie was davon. Weil ich mich als Programm nicht dafür registriert habe. Dem Betriebssystem, dem iOS nicht gesagt habe, ich will das haben. Diese Messages, also die Ereignisse, die man da macht, der Klick, der Tap, der Pinch, der Swipe, also nach links oder nach rechts, also mit einem Finger, also ein Finger drücken ist ein Tap, ein Finger bewegen ist der Swipe, zwei Finger drauf und bewegen ist der Pinch und da gibt es noch ein paar andere, da gibt es auch welche mit drei Fingern und ist schwer mit der Maus zu simulieren, aber die gibt es auch noch. Die werden hier entgegengenommen und assoziiert mit einem Knopf, den ich installiert habe. Oder, hier, UI-Button oder den Slider hier unten. Und das Betriebssystem wertet das auch schon aus, das iOS, um genau zu sein, Cocoa und der UI-Kit. Wenn ich hier drücke, wird das blau gemacht. Das macht nicht mein Programm, sondern das macht das UI-Kit, um dem Benutzer zu zeigen, aha, ich habe gesehen, dass du da gedrückt hast. Wir kümmern uns drum. Und in dem Augenblick, wenn ich da drücke, dann wird das als Message an die Methoden von meiner App geschickt. Das wird objektorientiert programmiert. Das haben wir ja auch schon über Objective-C gesprochen. Das hier ist Objective-C. Ich sage in meinem Programm, das steckt hier im, dann gehen wir hier einfach mal raus. Das steckt hier im Main drin. Hier, da. Ich sage meinem Programm, das Main hier, das macht hier ein paar Kleinigkeiten, Speicherverwaltung, die man so braucht. Das kann man auch einfach so nehmen. Das wollen wir jetzt nicht intensiver diskutieren an dieser Stelle. Hier hinten, hier besorge ich Speicher, diesen
Auto-Release-Pool, den legen wir hier an. Hier unten geben wir den Pool, den wir hier gemacht haben, diesen Speicherpool, wieder frei. Das hilft der Speicherverwaltung hier unten. Das können Sie aber jetzt, das nehmen wir einfach mal so, wie es ist, und wir kümmern uns nicht weiter drumherum. Das Interessante ist, dass hier innen drin der Return Value, ein Integer, das ich hier selber deklariere in meinem Hauptprogramm Main, das sagt, liebes iOS-Betriebssystem, kümmere dich doch mal bitte um das User Interface. Das User Interface ist jetzt deine Aufgabe. Hier. Und wenn das hier zurückkehrt, dann ist auch meine App zu Ende. Und dann gibt die nur noch hier den Return-Wert zurück. Es läuft natürlich noch keinerlei Programm. Was das Programm tun muss, das müssen wir hier in diesem App-Delegate spezifizieren. Wir sind also jetzt das Hauptprogramm angeworfen worden. Wir hätten in dem Main auch noch irgendwas machen können, was Spezifisches. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir sagen nur dem iOS, nimm bitte alle Events von dem Touchpad entgegen und was es sonst noch für Sensoren in diesen Geräten hat. Nimm das alles entgegen und gib mir die Messages, wenn sie sich auf meine User Interface Elemente, die ich installiert habe, die ich installieren muss, die ich spezifizieren muss, beziehen. Und ich werde dann die inhaltlichen Sachen machen. Das Formale, diesen lustigen Klick hier, ich starte es nochmal an. Das Formale, dass das blau wird hier, beziehungsweise invertiert wird, dass das hier von on auf off geschaltet wird, das, liebes Betriebssystem, mach bitte selber. Du gibst mir nur, dass sich was getan hat, zum Beispiel da unten von on auf off geschaltet oder hier ins OK reingeklickt. Und ich reagiere in meinem Programm auf diese Nachricht, auf diese Message. Klassisch könnte man das zum Beispiel als Callbacks implementieren, Listener oder sowas, der klassische Eventhändler. Der Ausdruck klassischer Eventhändler, der sagt Ihnen vielleicht jetzt nicht viel. Das ist, naja, die Teile, die wir zum Beispiel in dem Switch Statement drin hatten bei dem Taschenrechnerbeispiel. So kann sowas aussehen. Hier im iOS wird das sogar noch unterverteilt. Das steckt in dem App-Delegate drin, den Sie hier programmiert sehen. Da gibt es einen Header-File, in dem sage ich zum Beispiel, dass ich einen Outlet habe, hier Text 1 und Text 2, hier zwei Outlets, die beziehen sich dann auf den hier und den hier und dass ich hier unten IB Action habe und das bezieht sich auf den Knopf hier. Die anderen drei hier unten, die habe ich gar nicht spezifiziert, die habe ich nur im User Interface Designer gemalt. Das werden wir uns auch noch anschauen etwas später. Also das Delegate Pattern. Ich habe vorletzte Woche über Patterns geredet. Kochrezepte oder sagen wir mal lieber einfach Rezepte, Ansätze, wie man etwas programmiert. Und dieser Delegate, das ist genauso ein Pattern. Und wir verwenden das, indem wir hier in dem Header-File sagen, meine App-Delegate, die hat erstens diese beiden Ausgabeelemente und dieses Eingabeelement. Und Sie sehen, dieses Eingabeelement ist eine Methode, die ich hier spezifiziert habe, also deklariert habe erstmal. Die eigentliche Definition, die findet natürlich in dem,
in dem M-File, das ist ein Objective-C-File, statt ein Stück Objective-C-Programm, das hier steht. Und da habe ich hier oben diese IB-Action. Da kann man das noch ein bisschen größer kriegen vielleicht. Um es größer machen und kleiner machen, habe ich mich noch nicht gekümmert. Wenn man so davor sitzt, ist es eigentlich groß genug. Wenn Sie es lesen können wollen, wenn Sie ganz hinten sitzen, heute Nachmittag können Sie sich ja weiter vorne hinsetzen, da können Sie es besser sehen. Muss ich Sie einfach einladen, sich vielleicht hier ganz in die vorderste Reihe zu setzen, obwohl das eigentlich für den Studenten ein eher unangenehmer Platz ist. Warum, weiß ich nicht, aber es ist irgendwie ein experimentelles Wissen. Nun gut, also, wir erweitern hier diese Methode IBAction, indem wir dem Text 2 die Message senden. Hier, Text 2 bekommt die Message, setz dich doch mal auf diesen Text hier, auf diese Textkonstante, ja immer noch okay. Und Text 1, setz dich bitte mal auf den Text nächster Versuch. Das machen wir hier, indem wir diese Methode überschreiben mit unserem eigenen Kram, mit dem da. Das Delegate Protocol, also das gehört zu dem Pattern dazu. Da spezifiziere ich diese Methoden mit den Parametern, die aufgerufen werden, wenn der Benutzer was macht. Also in meinem Fall, wenn der Benutzer hier klickt, gehen wir mal raus und wieder rein. Wenn der Benutzer hier klickt, dann werden diese beiden Texte hier, der leere Text und hier das bitte OK drücken, überschrieben. Weil an mein Delegate, an meinen App-Delegate, mit diesem Delegate-Protokoll die Methode geschickt wird, der hat auf den Button ist OK gedrückt. Es gibt in diesem Delegate-Protokoll eine ganze Menge Calls, die vorhanden sein müssen, Methoden, die ich selber hinschreiben muss. Das sind die hier unten. Hier, Application will resign active. Das heißt, der Benutzer hat diese Taste da unten gedrückt und der hört jetzt auf, aktiv zu sein, hört jetzt bald auf, aktiv zu sein. Und did enter background ist, sie war aktiv und ist es jetzt nicht mehr. Kann ich dann auch noch irgendwelche Dinge machen hier drin. Ne? Das ist eine Methode, eine Nachricht, die ich geschickt kriege vom iOS. Ich habe dich jetzt schlafen gelegt. Du könntest sagen, es ist der Gute-Nacht-Kuss. Ne? So wird das übrigens wirklich manchmal in der Literatur bezeichnet. Und dann haben wir noch, jetzt wirst du gleich aufgeweckt werden, bereite dich doch schon mal vor. Und hier, du bist jetzt aufgeweckt worden. Und wenn ich das hier habe, du bist jetzt aufgeweckt worden, dann setze ich tatsächlich den Text 2 auf den leeren Text und den Text 1 auf bitte OK klicken. Es ist nämlich durchaus so, wenn ich hier unten drücke, jetzt gehen wir in den Hintergrund, da mache ich in meiner App X. Die läuft immer noch. Sie sehen es hier unten, da sieht man die Apps, die in meinem Programm noch laufen. Entschuldigung, in meinem Gerät noch laufen, in meinem iPod Touch noch laufen. Und wenn ich jetzt hier klicken würde, dann würde ich erst Will Enter Foreground kriegen und dann, wenn ich wirklich vorne bin, Did Become Active. Machen wir mal, holen wir uns das Ding. So, did become active.
Und dann setze ich diesen Text hier oben wieder auf bitte OK drücken und den hier in dem grünen Kasten auf den leeren String. Damit ich, wenn ich hier aufs OK drücke, damit Sie dann auch tatsächlich was sehen können, dass ich da gedrückt habe, dass es bei mir angekommen ist. Der Knopf, der ist mit diesem IB-Action verbunden, mit dem da. Die Calls, die im Application Delegate drinstecken müssen, das sind die hier. Und Application will terminate hier unten bedeutet, die wird jetzt gleich abgeschaltet, permanent abgeschaltet. Ich kann sie dann zwar immer noch wieder anstarten, aber dann ist es ein richtiger Neustart. An dieser Stelle sollte man all die Daten, die man hat, wenn man es sich denn merken muss, in irgendeine Datei sichern. Oder irgendwo im Internet sichern. Application did receive memory warning. Ja, das ist auch sowas, was passieren kann, wenn der Speicher alle ist. In meinem Fall hier bei dieser einfachen App machen wir gar nichts. Da könnte man was machen, wenn einem was Vernünftiges einfällt. So, der eigentliche Arbeit, Sie sehen es, das ist kompakt programmiert. Hier oben steht es, dann hier steht es, Application wird aufgerufen, wenn wir zum ersten Mal anstarten. Da muss ich also wirklich was machen. Hier Window Make Key and Visible. Das kriege ich natürlich auch irgendwo gesagt, was man hier machen soll. Und dann geben wir noch Return Yes zurück, ist alles fein. Wir könnten noch ein bisschen mehr machen, brauchen wir gar nicht. Die eigentliche Arbeit, die ich in dem Programm mache, die ist ganz, ganz kurz. Das ist das hier, die Texte setzen. Und das ist die Texte setzen, wenn der auf den Knopf gedrückt hat. Da oben. Ja. So, machen wir hier weiter. Hat es noch was? Ja, ein paar Minuten. Struktur einer App. Wir brauchen das. Ja, wir müssen spezifizieren. Wir sind also so ein App-Delegate für eine Applikation mit Fenster. Wir könnten auch eine App schreiben, die kein Fenster hat, die nur irgendwas im Hintergrund macht, Musik spielt oder sowas ähnliches, immer dieselbe Musik vielleicht. Aber wir wollen eine sein mit Fensterchen. Wir verstehen das Application-Delegate-Protokoll. Wir verstehen das UI-Search-Bar-Delegate-Protokoll. Ich habe das jetzt mal hier so als Beispiel hingeschrieben. Und das UI-Text-View-Delegate-Protokoll. Die wichtigsten Sachen, die das Delegate, der hier Application Delegate verstehen muss, ist Did Finish Launching und die anderen, durch die wir eben schon durchgelaufen sind. Resign Active wird es jetzt bald nicht mehr aktiv sein, ist jetzt im Hintergrund, wird bald in den Vordergrund kommen, ist jetzt wieder aktiv, wird bald abgeschaltet und dieses Did Receive Memory Warning. Das sind die, die hier zu diesem Protokoll dazugehören, UI Application Delegate und die wir brauchen. Strukturell sieht es so aus, dass hier das iOS ist, hier das UI-Kit, also der Bausatz, ne? Kit, Bausatz, so wie ein Plastikmodell, wenn Sie so wollen, was man sich als Kind kauft und bastelt oder geschenkt kriegt als Kind und bastelt, ist jetzt bald Weihnachten. Also hier UI-Kit, der Bausatz und daraus, ja, das versteht das UI-Application-Protokoll und da stecken solche Sachen drin, das Text-View-Protokoll, das Search-Bar-Protokoll, so wie ich es hier oben hingeschrieben habe. Unsere App hier ist noch ein bisschen einfacher. Diese Protokolle versteht es und diesen Location Manager, na, den könnten wir auch hier oben noch dazu schreiben. Wenn wir wollen, dann würden wir hier auch noch Aufrufe aus dem
Location Manager kriegen, zum Beispiel, dass wir jetzt aus dem Hörsaal rausgelaufen sind. Naja, eigentlich kriegen wir eher Koordinaten, wo wir jetzt sind, ungefähre mit einer gewissen Genauigkeit. Das macht der Location Manager. Das heißt, wir müssen auch wieder nicht selber direkt den GPS-Chip ansprechen, beziehungsweise andere Dinge, die uns sagen, wo wir sind, in welcher WLAN-Zelle wir uns befinden, sondern wir kriegen ungefähre Koordinaten, GPS-Koordinaten auf der Erdoberfläche geliefert. Das hier ist das, was wir programmieren, unser Delegate, das hier ist Betriebssystem, hier dieser Kasten, dieser Kasten. Hier diese roten Sachen, das sind die Protokolle, die wir verstehen müssen. Und da steht in der Dokumentation, welche Messages es denn hier gibt. Mein User Interface Responder, der könnte zum Beispiel so aussehen wie hier, oder ich habe hier nochmal eine andere, das ist aus einer anderen App raus, die ich gebastelt habe, die könnte zum Beispiel diese beiden Knöpfe verstehen, geh zum nächsten, zum vorhergehenden, Previous und Go Next, geh zum nächsten. Da hätte ich dann in dem User Interface zwei Knöpfchen nach links und rechts. Mal schauen, was hier passiert. Machen wir hier Close. Stop Task ist auch gut, da wird der Simulator ausgeschaltet. So, den können wir noch gleich rausgehen. Wo haben wir den Xcode? Hallo, da. Machen wir mal wieder hier. Ich glaube, das ist das Ding. Ja. Mal schauen, ob das läuft so einfach so. Nicht iOS-Device, sondern... ich weiß jetzt nicht, warum das ist. Das lassen wir jetzt nicht laufen. Aber Sie sehen, hier habe ich ein bisschen was Komplizierteres. Und da habe ich dann hier, gehen wir mal hier hin, mehr Knöpfe, Searchbar, hier den Knopf, den Knopf, den Knopf, auf die ich alle drücken kann, eine Textview, in dem ich ein bisschen ASCII-Text anzeige und eine Imageview für nachher, für heute Nachmittag um 16 Uhr werde ich dann diese App auch nochmal wieder ein bisschen in Schwung bringen, dass wir uns die angucken können, auch auf dem Simulator. Es ist wieder Zeit, dass wir Schluss machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Heute Nachmittag möchte ich dann Ihnen noch diese beiden kleinen Apps zeigen, zusammengeführt, und dann können wir auch mal den kompletten Prozess von gar nichts bis zur laufenden, funktionierenden App nochmal. In den Pool gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis heute Nachmittag.